Komm mal mit, mein Freund. Ich brauch dich. Da ist was Böses. Setze Fehlerprotokoll. Automatisches Auto. Guten Morgen, Carlos. Warnung. Kein Strom. Ich glaube, das war nicht so gut.
benutzen wir jetzt die Pistole, oder? Vitalwerte kritisch. Ich glaube, das war sogar unser letzter Schuss. So, wer liegt hier? Die Anna. Das Geschütz. Wurde beschädigt. Automatisches Auslöschergeschütz 0. Thank you.
Beantragen neuen Operator. Transport Pyramid 499 Medizin Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Diagnostiziere keine Traumata oder Krankheiten festgestellt. Ich kann leider nichts für Sie tun, außer Sie haben Interesse an medizinischem Wissen oder einem Witz. Kontaktieren Sie einen Techniker. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Bräuchte noch ein Neuromod. Okay. Wir haben noch jede Menge Zeug zum Recyceln. Morgen, Carlos. Alle Mitarbeiter haben sich zu ihrem Arbeitsterminal zu begeben. Im Falle einer Abwesenheit informieren Sie bitte unverzüglich Ihren Vorgesetzten. Ich kann mich nicht beherrschen! Nein! Willkommen! Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Nein! Nicht! Sie sind besorgt! Sie sind anders als wir alle! Nein! Ray.
Okay. Können Sie also da einsperren. Finde ich super. Hallo. Da waren wir schon. Wo? Hallo Morgan, harter Tag? Wenn ich mit mir selbst spreche, sicher. Dein Gedächtnis hat Löcher, ich weiß. Tut mir leid, aber das bleibt. Erst einmal musst du wissen, dass du January vertrauen kannst. Er ist ein Operator, quasi ein Backup von mir und dir. Er weiß, was du vergessen hast. Wir haben neue Neuromods auf Basis der Typhon-Organismen getestet, ihre Neuralmuster auf uns übertragen. Das Problem ist... Die Entfernung einer Neuromod setzt das Gedächtnis zurück, auf den Punkt ihrer Installation. Du vergisst alles. Durch einen Prozess hättest du zwischen den Tests auf den neuesten Stand gebracht werden sollen. Aber man könnte das überspringen, dich immer wieder denselben Tag erleben lassen. Tja, genau das hat Alex gemacht. Du fragst dich, warum? Dir wird nicht gefallen, was jetzt kommt. Dieser verdammten Videos gefunden. Tut mir leid, aber ich kann nicht zulassen, dass du dir das anhörst. Nicht bevor ich die Gelegenheit hatte, dir alles persönlich zu erklären. Aber fürs Erste... Verdammt! Ich muss los. Rühr dich bitte nicht, bitte! Tut mir leid, Morgan. Alex hat uns von den Looking Glass Servern abgeschnitten. Es wird Zeit zu improvisieren. Ich schlage vor, Sie durchsuchen Dr. Calvinos Werkstatt im Maschinenlabor. Er hat die Looking Glass Technologie erfunden. Vielleicht finden Sie dort eine Möglichkeit, die Serververbindungen wiederherzustellen. Derweil suche ich nach einer anderen Möglichkeit, Ihnen zu helfen. Viel Glück. Thank you.
kontaktieren Sie einen Techniker. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Das ist die Abfrage, was wir am Anfang schon mal gemacht haben. Reparaturbedarf. Willkommen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Sind Sie sicher? Wo haben Sie diese Zeichnung her? Haben Sie mich überwacht? Ich will nicht mehr mit Ihnen reden. Sarai, kommen Sie rein. Sarah, aber nennen Sie mich Chief Eleazar. Matt. Matthias, bitte. Entschuldigen Sie, aber laut meiner Daten heißen Sie Sarai. Das hatten wir schon. Meine Mutter hat den Namen ein wenig angepasst. Geht das jetzt 59 Minuten so weiter? Dann können wir die Sache auch abkürzen. Wir haben über Ihre Mutter gesprochen. Ich dachte, vielleicht könnten wir heute über Ihre berufliche Laufbahn reden, die sich daraus ergeben hat. Der Militärdienst war keine Flucht vor Ihrem Gemecker, Matt. Ich war einfach rastlos. Und das hat sich gebessert? Sind Sie jetzt nicht mehr rastlos? Es geht mir gut. Ihr letzter Einsatz war die Evakuierung und in den Berichten darüber... Ich habe so viele gerettet, wie ich konnte. 100 Zivilisten für jeden verlorenen Soldaten. Ja, tragisch. Dennoch, Soldaten unter Ihrem Kommando zu verlieren... War es wert, sowohl für die Überlebenden als auch für den Frieden in der Region. Einen verlorenen Kampf zu führen, nicht gegen feindliche Truppen, sondern gegen eine Art Naturkatastrophe. Es war nicht natürlich, es war das Werk von Menschen. Es hat mich auf das hier vorbereitet, Dr. Cole. Auf dieser Station ist es das Gleiche. Es wird eine Katastrophe geben. Wir sind gut ausgebildet und schlecht ausgerüstet. Die Forschung ist gefährlich. Die Ergebnisse geheim zu halten ist gefährlich. Daran besteht ja wohl kein Zweifel. Diese Psychotests sind Zeitverschwendung. Zeitverschwendung? Wie auf der Erde? Das war etwas anderes. War es das? Wut, Probleme mit Autorität? Ein Jahr Therapie klingt nicht gerade harmlos.
Diese Informationen sollten eigentlich vertraulich sein. Sind Sie wütend? Allmählich ja. Sind Sie sexuell aktiv? Oder aktuell nicht? Nein. Ich dachte, Sie und Miss Foy, die Sanitärtechnikerin, wurden zusammengesehen. Sie ist die Leiterin des Sanitärbereichs und wir haben keine Beziehung. Nicht mehr. Ach, und diese Trennung, haben Sie sich geärgert? Probleme mit Autorität. Scheiße, ich bin fertig hier. Melden Sie mich ruhig den News, ist mir egal. Sie bringen die Station in Gefahr, so wie bei Transtar North und auf der Erde. Dreckskerle, Sie werden das unter Ihrem Psychoscheiß begraben. Ach, noch was. Quarantäne 701. Okay. Guter Kopf, böser Kopf. Da. Böser Spiegel. Systemalarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Ich habe Sie nicht gesehen. Diagnostiziere oberflächliche Verletzungen. Nichts, was ein Mädchen nicht heilen könnte. Das dauert nicht lang. So gut wie neu. Füllen Sie bitte einen Patientenfragebogen aus, damit ich Ihnen beim nächsten Mal besser helfen kann. Bitte. So, wo ist die da hinten? Was haben wir da noch? Werkstatt.
kommen wir genau da wieder hin.